Herzlich willkommen zur Impro Lounge, dem Talk zu allem aus der Welt der Improvisation und dem An und Pfirsich. Mein Name ist Gerald und ich bin der Geschäftsführer des An und Pfirsichs. Und in der 8. Folge der Impro Lounge unterhalte ich mich heute mit Simon Schwegler, Mitglied im An und Pfirsich Kernteam und eine der Besitzerinnen des An und Pfirsichs. In der heutigen Folge erfahrt ihr, was Simon davon abhält, mit der Impro aufzuhören, was die Herausforderungen und Chancen sind, als zweifache Mutter professionell Impro zu machen und warum der Gerald das Kurssystem von An und Pfirsich heimlich hinterfragt. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Impro-Lounge. Simon, es ist Oktober 2024 und ich freue mich, mit dir die 8. Folge der An und Pfirsich Impro-Lounge aufzunehmen. Du kommst aus Zürich, bist ausgebildete Primarlehrerin und Theaterpädagogin und seit 2013 festes Mitglied beim An und Pfirsich. Von 2013 bis 2017 warst du mit die erste künstlerische Leiterin und bist in demselben Jahr 2017 auch Mitbesitzerin vom An und Pfirsich geworden. In diesem Jahr hast du auch dein erstes Kind bekommen und jonglierst seitdem das Muttersein mit dem Leben als Improvisateurin im An und Pfirsich. Im April 2025 gehst du in eine wohlverdiente Auszeit mit deiner Familie und die wird bis zum August 2025 dauern. Simon, schön bist du jetzt noch da. Herzlich willkommen bei der Impro Lounge. Hoi Gary, schön, dass ich da bin. Gell, schön. Es ist, wir haben gemeinsam ja schon den gesamten Vormittag miteinander verbracht. Das heißt, es gehen eigentlich nur bei uns Gespräche los und du hast gerade schon freudig kommentiert, wie beschwingt ich immer zur Intro-Musik hier vor mich hintanze. Ja, ich hoffe ja schon ein bisschen, dass das Outtake wird vor der Folge, dass man hört, wie der Gary hüft schwingend, also das hört man nicht, aber schön mit dem Jingle mitsingt. Gott sei Dank habe ich da noch nicht auf Aufnehmen gedrückt. Ich habe gesehen, dass es grün leuchtet und habe vermutet, dass grün kein gutes Zeichen Nein. ist für den Wunsch. Was aber ein gutes Zeichen ist, ist, dass es gibt eine, weiß ich nicht, ob das schon eine Tradition beim An und Pfirsich ist, dass man Leute, die so um die 10 Jahre da sind, an einen Punkt kommen, dass sie sagen, ich würde gerne mal ein bisschen Abstand vom Impro und vom An und Pfirsich gewinnen. Das hat der Niki schon gemacht, das hat der Cheese gemacht und du wirst das im April bis August nächsten Jahres machen und wir versuchen das als Firma auch möglich zu machen, damit wir inspiriert bleiben mit der Impro. Simon, was hast du in diesen 4, 5 Monaten ohne Impro? Hast du schon Pläne? Was hast du dann vor? Jein, also es ist erstmals wirklich die Idee, mir mal eine Auszeit zu gönnen. Wobei jeder, der Kind hat, der weiß ja, dass das jetzt nicht per se ist, wow, ich lege mich jetzt mal 4 Monate auf die faule Haut. Aber eben, so die Idee mal wirklich so ein bisschen ein Vakuum zu kreieren, um allem Luft zu geben, wo eigentlich auch noch ein bisschen Luft bräuchte. Mhm. Das ist so eigentlich die Hauptintention. Ganz konkrete Pläne gibt es noch nicht so viel. Mhm. Was wir aber sicher gemacht haben, meine ältere Tochter ist ja schon in der Schule, ist schulpflichtig, dass wir für einen Teil von dieser Auszeit jetzt ein Dispensationsgesuch eingereicht haben. Ein Dispensationsgesuch, das wäre mal ein gutes Wort für eine Impro-Szene. Ja, ist jetzt gerade ein sehr schwieriges Wort gewesen, zum Aussprechen. genau, also wir nehmen sie, das sind 3,5 Wochen zwischen der Frühlingsferien und Auffahrt aus der regulären Schule. Mhm. Und gehen dann sicher auf eine gemeinsame Reise, wo die Flüge im Auge sind und Destination auch, aber es ist noch nicht gebucht. Aber höchstwahrscheinlich gehen wir auf Mexiko. Wow, heide nei. Jetzt habe ich gerade eine Frage. Ich habe ja erzählt, dass du ausgebildete Primarlehrerin bist und auch auf dem Beruf früher mal gearbeitet hast. Wie hättest denn du das als Primarlehrerin gefunden, wenn da Eltern kommen und sagen, sieh, ich nehme mal mein Kind für 4 Wochen aus der Schule? Ich hätte das super gefunden. Es geht weniger zum Unterricht. Nein, überhaupt nicht. Ich glaube einfach, also meine Schule ist ein Lernraum, wo die Kinder ja verhältnismäßig sehr, sehr viel von der Zeit sind. Mhm. Und ich gehe ganz fest davon aus und bin grosse Verfechterin davon, dass eigentlich jede Situation kann eine Lernmöglichkeit sein. Und ich fände es auch krass, wenn, und wir reden da von der zweiten Primarschule, die Aussage wäre, nein, da verpasst sie jetzt zu viel. Mhm. Da findet sie nach 3 Wochen keinen Anschluss mehr. Mhm. Weil ja, also ich glaube, die lernen dort sehr viel, aber ich bin auch überzeugt davon, dass eben so ein Perspektivenwechsel und eine neue Situation genauso, wenn nicht fast
lernreicher kann sein. Mhm. Cool. Neben dem, dass es einfach auch gut tut, mal wieder Zeit mit deiner Familie zu verbringen. Voll. In Mexiko, bin gespannt. Leute, die diese Podcast regelmäßig hören, kennen das One-on-One-Format, das wir jetzt machen. Das wird aus drei Bereichen bestehen. Der erste Bereich wird, ich werde dir ein paar biografische Fragen stellen, damit die Zuhörerin und ich dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Dann bringe ich ein Thema mit dem ich gerne über dich, oder nein, über das ich gerne mit dir sprechen möchte. Und zum Schluss bringst du ein Thema für mich mit, das ich noch nicht kenne. Wo wir uns dann dazu austauschen möchten. Und ja, in dem Sinne würde ich gerne loslegen mit dem ersten Teil der Biografie. Seit wann machst du Impro? Hey, schon sehr lang, merke ich immer wieder mit grossem Erstaunen. 2006 hat eigentlich das so angefangen. Und das ist einerseits spannend, weil ich immer so bisher oder bis dort sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht habe. Und ich immer wieder erstaunt bin, wie lange ich jetzt eigentlich schon das Gleiche mache. Mhm. Und gleichzeitig macht es mega Sinn, weil es ist ja eben nicht das Gleiche. Mhm. Unser Job ist ja extrem vielseitig. Und durch das, glaube ich, ich bin schnell am Punkt, wo es mir langweilig ist, Punkt noch nicht erreicht. Mhm. Und was spannend war, dort, ich war Teil von einer Theatergruppe vom Freien Theater Zürich, wo unter anderem der Niki auch dabei schon war damals. Und ich habe eine Impro-Show gesehen, lustigerweise kann ich mich gar nicht erinnern, wo das war. Probably, jetzt habe ich gerade so ein Englisch, vermutlich. Im Millers EIT, viel anderes hat es dort gar noch nicht gegeben. Mhm. Ich habe eine Impro-Show gesehen und ich habe so gemerkt, also es war wirklich so Liebe auf den ersten Blick gewesen. Ganz fest. Und ich habe so gemerkt, wow, Theater finde ich ja schon geil, ich mache ja schon Theater, aber die Form von Theater ist ja noch viel geiler, ich will das auch. Mhm. Und dann bin ich im Internet recherchieren, was es für Möglichkeiten gibt, wo zu dieser Zeit auch sehr limitiert war. Ja, auch das Internet 2006 war noch sehr limitiert. Aber es hat Internet gegeben 2006. Ich habe dann so meinen Router angestellt und allen von der Familie gesagt, ihr dürft jetzt nicht telefonieren, weil ich muss etwas recherchieren. Nein. Auf jeden Fall habe ich dann gesehen, dass es einen Theaterkurs, also einen Impro-Theaterkurs gibt, aber der war auch am Dienstagabend, wo wir normalerweise FTZ-Probe gehabt haben. Im legendären Psychomotorik-Raum vom Kinderspital. Inspirierendster Raum, um überhaupt Theater machen, ever. Klammern zu. Und dann nachher bin ich am nächsten Dienstagabend bin ich zurück an die Probe und habe so gesagt, hey, ich würde mega gerne den Kurs machen. Der geht aber irgendwie, glaube 12 Wochen und ist am Dienstagabend. Und dann sagt der Niki, was so lustig ist, weil wir sind nicht zusammen an der Vorführung gewesen, wo ich mich in Impro verliebt habe. Ich habe mich gerade für den Kurs angemeldet. Und er hat irgendwie in seinem Setting, er ist glaube ich in einem Sprachaufenthalt in Kroatien und hat dort irgendwie Impro kennengelernt. Worauf aber dann nachher die ganze Gruppe irgendwie gefunden hat, ja, aber wir wollen das auch machen. Und das war schön gewesen, weil ich bin mit einem schlechten Gewissen dort an, weil ich gemerkt habe, ich will das unbedingt machen, aber ich will ja nicht meine Theatergruppe im Stich lassen. Ja, und so ist es dann gekommen, dass wir gar nicht an dem Dienstagabend in den Kurs gegangen sind, sondern dass damals der Cheese, unser erster Impro-Trainer zu uns im Psychomotorikraum gekommen ist. Was glaube ich mega, also im Nachhinein jetzt auch als erfahrene Impro-Trainerin eine mega Win-Win-Situation gewesen. Das ist so eine etablierte, also Theatergruppe, wo sich die Leute schon mega kennen, die irgendwie schon viel Theater gemacht haben und mit ihren Körper Sachen können machen. Wo mit denen es natürlich mega Spass macht. Und das war, glaube ich, gegenseitige Liebe in dem Moment. Wir hatten mega Freude an der Impro und die Trainer mit uns. Und ja, dort hat es eigentlich so angefangen mit, wir haben immer noch unsere klassischen Theatersachen gemacht, die aber auch immer eigentlich über Impro entstanden sind. Mhm. Aber ich habe dort einfach wirklich so realisiert, wow, Impro ist ja nicht nur ein Tool für Stückentwicklung, für Content Creation, sondern das ist eine eigene Aufführungsform und in dem kann ich mich noch mal viel mehr verwirklichen als im anderen Theater. Das bietet mir einen super guten Anschluss für meine zweite Frage. Warum machst du Impro? Und mich würde vor allen Dingen interessieren, warum hast du dich damals daran verliebt? Und warum machst du es jetzt 18 Jahre später, deine Impro ist ja jetzt volljährig, warum machst du es 18 Jahre später immer noch? Hey,
ich glaube, in dem Moment, so dass, wow, ich kann ja noch mehr, also so dass die Freude am Kreieren im Moment mit anderen und nicht die Freude mit anderen zu erforschen, um nachher wieder reproduzieren. Also so, ich glaube, ich bin ein sehr impulsiver Mensch und habe das irgendwie richtig lässig gefunden, die Form von Kreativität und gleichzeitig die Form von Zusammenarbeit, weil ich bin auch mega Teamplayerin. Also es hat so wie so alles, was ich cool finde, hat sich in dem vereint. Und schon auch ein bisschen, glaube ich, so, dass ja, so das Risiko eingehen, so ein bisschen der Reiz vom «Es ist nicht safe», das hat mich schon auch gereizt, so die Herausforderung. Ja, einfach plötzlich können, wow, du bist nicht nur einfach so der Wessel von «Du bist Schauspielerin», aber es ist noch nebenan Regie und Text und so, sondern du bist halt wirklich, du bist Regisseurin und Autorin und Dramaturgin und Spielerin und so gleichzeitig. Das hat mich einfach sehr erfüllt. Ich kann es gar nicht so rationalisieren, sondern mehr so, ich habe das gesehen und es war wirklich Liebe auf den ersten Blick gewesen. Dann habe ich es gemacht und es hat sich immer noch so nach Liebe angefühlt. Und ja, wie in jeder guten langjährigen Beziehung hofft man, dass die Liebe nicht aufhört, was wirklich so ist. Also ja, also das ist schon auch der Grund, warum ich das immer noch mache. Ich glaube, ich bin mega neugierige Person und das ist halt cool an der Impro. Es gibt eigentlich, oder ich glaube, den Moment, wo ich das Gefühl habe, ich habe alles gelernt und alles schon erlebt, dann muss ich aufhören. Das wäre auch ein Ratschlag, den ich würde genauso an alle anderen geben. Weil dann bist du nicht mit dem Mindset drin, was es braucht. Und so, dass, ja, das Erforschende, Kreierende, oh ja, und noch der Punkt, du hast natürlich stetige Resonanz. Ich bewundere Leute, die einen Job haben, die so mitunter jahrelang oder Wochen, monatelang an etwas arbeiten, bevor dann so das erste Mal nur minimale Resonanz kommt. Ich finde das, glaube ich, nicht. Und bisher in allen Jobs, die ich gemacht habe, hat es die Elemente oder die Komponenten dabei gehabt, von das, was ich mache, hat immediate Resonanz. Und das füttert mich, das gibt mir Energie. Und da kann ich wieder Energie reingeben. Und ich bin einfach auch nicht so wahnsinnig gut im Planen. Und ich habe immer mega Mühe gehabt, zum Text auswendig lernen, was einfach immer ein riesen Pain war in allen Theaterproduktionen. Und es hat sich nicht gleich frei angefühlt. Voll. Das ist so das Gefühl von Freiheit. Und inzwischen kommt sicher auch noch die Komponente dazu, dass wir wirklich einfach ein unglaublich tolles Team haben. Und an und für sich für mich definitiv ein mega Baby ist, das mich schon auch bei an und für sich behalten. Es ist kein Baby mehr. Es ist inzwischen sogar schon älter als ein Teenager, aber es fühlt sich immer noch ein bisschen an, also eben, es ist halt etwas, wo man mega Passion dafür hat, Menschen, die Sache, und einfach so wie gross, was alles jetzt mit dem da passiert ist in Zürich, das ist mega schön. Und jetzt wollte ich noch etwas anderes sagen, aber da habe ich den Faden verloren, warum ich das auch noch mache. Ah, weil man, glaube ich, kein anderem Job in so viele verschiedene Settings kann reingehen kann und schauen. Und das ist hure geil. Also du bist einfach jeden Tag neu mit anders, mit anderen Leuten in unterschiedlichen Settings. Und da kommt, glaube ich, wieder so die neugierige Persönlichkeit. Das ist natürlich auch immer eine mega Inspiration, um nachher wieder auf die Bühne zu nehmen. Du bist plötzlich irgendwie im Banking-Setting und das nächste Mal bist du wieder dort. So wird es einem nie langweilig. Ich habe ganz viele Anschlüsse. Aber eine Sache, die mir immer wieder auffällt, wenn ich mit wirklich langjährigen ImprovisateurInnen spreche, also ich sag mal so plus 10, 15 Jahren, die das immer noch mit Leidenschaft machen, ist diese Antwort ist ein extrem verbindendes, du es so toll findest, so viele verschiedene Settings immer wieder zu erleben. Diese Neugierde in immer wieder neue Settings zu kommen und das zum Teil ja nur oberflächlich, aber dann überraschend tief für einen Moment mitzuerleben, das finde ich, denke immer wieder, ich glaube, dass das eine der zumindest jetzt für mich beobachteten Kernqualitäten ist, warum man das auch jahrelang und mit Leidenschaft machen kann, weil man dieses dauernde Settingwechsel toll findet. Ich habe noch eine Anschlussfrage auf etwas, was du am Anfang gesagt hast. Der Improvisateurinnenkarriere würde ich jetzt auch mit meinen jetzt auch bald 15 Jahren sehen, geht durch Hoch und Tiefs, die ist nicht stetisch, auch wenn man das vielleicht von außen nicht so wahrnimmt, wenn wir unterrichten oder schauspielen, aber die ist innerlich nicht stetisch. Wir haben Krisen und wir haben Höchst. Warst du gefühlt schon ein paar Mal an der Situation, dass du gefühlt hast, ich erlebe nichts mehr Neues, es langweilt mich, ich höre auf?
Weil auch das muss ja nicht graduell sein, sondern es kann sein, es fühlt sich jetzt gerade wieder so an und dann kommt was Neues. Mhm. Warst du schon an solchen Punkten? Und wenn ja, was hat dich von dem wieder weggebracht? Hättest du eine gute Frage. Also, ich bin sicher schon oft in Krisenmomenten gewesen, wo es jetzt nicht mehr einfach nur wow, Passion, das ist der geilste Job der Welt gewesen ist. Zum Punkt, ich glaube, ich höre auf, bin ich glaube selten gekommen in diesen Krisen, sondern mehr so, oh, es ist unangenehm oder es langweilt mich oder es ist zu viel Routine oder es ist zu anstrengend, also ist schon auch ein Grund. Von so, aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen der Improviser Spirit von, okay, in diesen Situationen bist du schon auch wieder dann verantwortlich zum zum schauen, hey, was kann ich denn tun? Und das ist ja genau das, was ich so cool finde an dem, was wir machen. Wir sind halt, also wir tun uns ja selber die ganze Zeit trainieren, selbstbefähigt zu sein. Ja. Und das ist natürlich in solchen Situationen viel, viel schwieriger als in einer flowigen Szene auf der Bühne, wo das Publikum dich mega abfeiert dafür oder Freude daran hat. Aber dort ist wirklich so ein bisschen, dass die, ja, so das Change it, accept it or leave it. Und zum Leave it-Punkt bin ich selten gekommen. Ist für dich selbstbefähigt dasselbe wie handlungsfähig oder ist das was anderes? Ähnlich. Ich glaube, Selbstbefähigung kommt noch viel mehr aus dir raus als Handlung. Also was dabei rauskommt, ist Handlungsfähigkeit. Mhm. Ich glaube, Handlungsfähigkeit wird als, für mich ist das Ergebnis unter anderem von Selbstbefähigung. Du kannst aber auch fremdbefähigt, handlungsfähig werden. Mhm. Und Selbstbefähigung ist für mich wirklich so der Teil von ich übernehme die Verantwortung oder ich erlaube mir, damit ich handlungsfähig sein kann. Ich bin nicht abhängig von anderen. Andere können mich dazu supporten und spannend unterstützen und so. Aber es hat noch ein bisschen mehr intrinsische Komponenten. Das finde ich mega spannend. Also da über den Gedanken, das ist jetzt darüber denke ich gerne nach. Was mit ist der Unterschied der zwischen selbstbefähigt und handlungsfähig? Und tagelang ist Oberstübli. Ja, sehr gut. Aber wer das hören möchte, kann den Podcast mit mir und Niki hören. Da hört man Geralds Gedankengänge eine halbe Stunde am Schluss zu. Wir sind aber noch im Biografie-Teil. Es soll noch nicht um meine Gedankengänge gehen. Die dritte Frage ist immer dieselbe und ich würde die gerne mit dir, Simon, in einem etwas anderen Stil machen und zwar in Say the Same Word, weil ich mir ziemlich sicher bin, ich weiß deine Antwort und ich möchte ins Risiko gehen und mal gucken, ob ich recht habe. Die Frage ist, Simon, was ist deine All-Time-Lieblingsshow? Und ich sag mal eins und wenn du es weißt, sagst du zwei und dann sagen wir auf drei, das ist unsere Vermutung. Eins. Ich bin jetzt mega fest am Überlegen. Die Frage finde ich schwierig. Die Frage nach der All-Time-Lieblingsshow. Also, eins, zwei, drei, Mann und Frau. Ich hab's gewusst. Du musst lange überlegen. Ich musste schon vorher. Simon, ich habe ein bisschen weiter denken. Nicht nur die Sachen, die jetzt gerade so mega auf der Hand liegen. Ja, natürlich. Mann und Frau. Ein Titel einer Show aus dem Jahre, ich glaube 2006, 7 oder so. Ich weiß nicht, ob man die Show heute noch so nennen könnte. Simon, erzähl noch mal den Menschen, was Mann und Frau ist. Hoffentlich kommt es im Jubiläumsjahr nächstes Jahr mal wieder zur Aufführung. Was ist Mann und Frau? Und wenn man es nicht mehr Mann und Frau nennen könnte in der heutigen Gegenwart, wie würdest du die Show nennen? Also Mann und Frau ist eine Eigenproduktion vom Theater an und für sich, wo ja, das ist auch noch historisch schön und spannende Info, früher gefunden hat. Früher hat es ja nur Theatersport gegeben als Impro, wo man können sehen auf der Bühne. Und dann um 40 hat eigentlich seit der Gründung immer gesagt, hey, wir können auch noch andere Impro, wir machen noch andere Impro. Und das hat dann um 40 sicher auch ausgemacht. Und Mann und Frau ist eine von der frühesten Formate. De facto ist es, Impro-Show, wo Impro-Regie-Komponenten haben, also verschiedene SpielerInnen setzen verschiedene Geschichten auf und dann die directen. Aber nicht so super sinnmässig, von eben mit den, nur an einer Geschichte weiterbauen, weil es hat dazwischen, und das ist so die Playful-Komponente, die ich einfach auch super fest liebe, es hat dazwischen immer komplett random Games, wer als nächstes dran kommt. Das heisst,
Wasser schnell trinken, Taschenlampe, wo nur eine, durch das Theater, wo nur eine Taschenlampe dann leuchtet. Also da kann man in der Game-Gestaltung komplett frei sein. Also wird immer ausgeknobelt, wer ist als nächstes dran, dann ist die Person verantwortlich für die Szene. Und da kommt noch die Random-Komponente dazu, dann gibt's noch so ein Spielkarten-Set, wo so Aufgaben drin sind, wie in der nächsten Szene muss es einen grossen emotionalen Moment haben. Oder also wirklich auch relativ, das ist jetzt noch so ein Content-wise cooler Move. In der nächsten Szene taucht ein Geist auf, genau. Oder in der nächsten Szene wird gesungen. Oder in der nächsten Szene machst du die ganze Regie hinten am Boden liegend. Also wirklich so, da kann man auch wieder, und das finde ich auch schön dran, das ist ja der, wo das, oder die das am Abend gespielt haben, dort ja auch ein bisschen Möglichkeiten, was dort drinnen ist. Obwohl es schön ist, wenn man nicht fest weiss, was drinnen ist. Und es ist so, ich glaube, was ich an dieser Show extrem schön finde, ist so die Kombi zwischen Randomness, wo aber vor allem ist Situationen, wo dich wirklich lönd müssen in den Moment gehen und aus dem heraus handeln und eben nicht so safe sein, also mit dieser Komponente. Die Spielkomponente, die einfach energetisch extrem schön ist, also und erstaunlicherweise das Publikum auch extrem abfeiert, also dass es gleichermaßen für das Publikum wie für die Spielenden auf der Bühne extrem cool ist und irgendwie Sinn macht, auch für die Show. Und die Impro und das Zusammenspiel und der Geschichtenfokus. Und es ist doch nicht eine Game-Show, obwohl es sehr viele gamige Elemente hat, aber es ist trotzdem noch relativ frei dann in der Impro. Weißt du, was ich immer geil an der Show fand? Dass sie nicht so egalitär ist. Also es ist ja nicht so, dass jeder gleich oft drankommt, sondern du versuchst eigentlich möglichst oft deine Geschichte oder deine Szenen fortzuführen. Und es kann dir passieren, dass die andere Person nur ein einziges Mal in der ganzen Show drankommt, weil sie einfach nie die Knobelspiele gewinnt. Und ich habe diesen Thrill, das ist nicht so, ja, und dann gleichen das alles aus und alle kriegen irgendwie gleich viel Raum, sondern dass wir, nee, ich versuche am liebsten, dass wir nur meine Szenen heute Abend machen. Das habe ich eigentlich immer noch ein cooles energetisches Element davon gefunden. Wir haben das ja mal in Wien aufführen dürfen, wenn ich daran erinnere. Wir sind mal nach Wien gefahren und haben die Show in Wien gespielt. Hey, ich finde es einfach eine super lässige Show, weil es geht auch nicht ums Gewinnen per se oder so. Nee. Es ist der Wettkampf, der ist, dass du in diesen Knobel-Games halt Vollgas gibst. Und das ist auch etwas, wo viele Game-Formate ja haben, dass gegen aussen dann doch irgendwie den Wettkampf haben, aber man tut trotzdem gut schauen und es ist so. Das ist das, wo ich an diesen Zwischenintermezzi auch geil finde. So, dass, hey, du gibst eben Vollgas und du willst deine Szene oder deine Geschichte wieder so haben. Und gleichzeitig, ja, dort kommt einfach so das Kompetitive, die kompetitive Playfulness mega schön raus. Und sie hat Raum. Aber es gibt nachher nicht Punkte für das. Nein. Oder du kommst dann nicht, bist nicht der Sieger vom Abend, überhaupt nicht, sondern du fightest einfach für deine Geschichte. Und der Fight ist hauptsächlich eben in diesen kompetitiven Zwischengames und nicht in der Szene. Darum finde ich das auch nochmal viel spannender als Super Scene, wo du halt dann die kompetitive Playfulness viel mehr in dein Directing rein tust, was dich dann in dem Moment einfach wieder als sehr, ich sage jeder Impro-Regie immer, es gibt so zwei Formen, sich inszenierende Regie und supportive Regie. Und dort kannst du dann wieder viel mehr in den supportive Regie-Modus gehen, was dann die Szenen und die Geschichten wieder mehr bringt. Und trotzdem hast du so das. Darum, Mann und Frau, im Jubiläumsjahr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, werdet ihr die Chance haben, die Show zu sehen. Gell, Donat, bitte, bitte. Mailet am Donat, spammet seinen Instagram-Kanal, dass ihr die Show zurückwendet, weil sie ist einfach fantastisch. Aber jetzt haben wir natürlich das Dilemma. Donat ist ja ein sehr aware Person und du bist ja auch keine unfeministische Person. Könnte man die Show aus deiner Sicht heute noch Mann und Frau nennen? Ich würde es und austauschen und sie würde einfach heißen Mann bis Frau. Und das Problem ist gelöst. Also wirklich BIS oder mit einem Bindestrich? Mann, Bindestrich, Frau? Nein, BIS. BIS. Mann. Hey, in der Geschichte von Mann und Pfirsich hat es einfach auch sehr oft gegeben. Früher vor allem, zum einen mal eine schöne historische Komponente in den Podcast bringen.
Man hat oft zuerst den Namen gehabt und nachher das Format dazu erfunden. Und man hat den Namen auch gern schon in den Spielplan reingedruckt, bevor man wusste, was die Show ist. Und das macht, glaube ich, an und für sich auch aus. An und für sich hat immer grosse Entscheidungen gefällt, ohne dass man es 100% bis ins kleinste Detail durchdacht hat. Und das hat damals mit so kleinen Sachen schon angefangen. Mir ist der Name ein bisschen egal. Aber er macht natürlich was. Also wenn Leute lesen, da steht Mann und oder Mann bis Frau, das erinnert mich so ein bisschen, wir hatten mal eine Show, die hieß Gott auf Zeit. Mhm. Und das hat bei Leuten was ausgelöst, dass sie gesagt haben, ist das religiös? Es sind Menschen, religiöse Menschen gekommen, weil sie gedacht haben, hier geht's um religiöse Thematiken. Es ging in der Show überhaupt nicht darum. Ja, also hey, ich würd glaub nicht wollen, den Namen zu fest ändern. Weg und das steht so also die nostalgische Seite, oder ein Teil traditionell hat man ja auch noch in seiner Persönlichkeit drin, trotz Awareness. Die Show heisst so. Und es wäre, also ich glaube, ich fände es schade und komisch, wenn man jetzt die Show, vor allem wenn man so in einer Revival-Situation würde, die Show jetzt anders nennen. Weil dann kann man den Link zu der Vergangenheit nicht machen. Obwohl das ja für die meisten ZuschauerInnen vielleicht nicht so relevant ist. Aber wenn man jetzt würde sagen, man nimmt das in den Spielplan wieder auf, was eine mega gute Idee wäre, dann würde es für mich Sinn machen, dass man halt auch den Titel ins 2024 oder vermutlich in den 25 mitnimmt. Wenn ihr, liebe Zuhörer, dazu eine Meinung habt, weil das würde mich echt interessieren, wie ihr das seht, dann dürft ihr das gerne auf Spotify oder wo auch immer in die Kommentare oder an gerald@pfirsi.ch oder donat@pfirsi.ch als E-Mail schreiben. Es würde mich schon wundern, findet ihr, dass ein Titel, der heißt Mann und Frau oder auch Mann bis Frau, 2025 noch so abdruckbar ist oder schließt ihr was aus? I don't know. Ich bin auch mit Mann und Frau groß geworden, deswegen ich möchte das auch nicht ändern. Aber es würde mich wirklich interessieren. Simon, wir haben noch 3 Fragen. Wir müssen ein bisschen Tempo machen, wir 2. Und die nächste schließt auch ein bisschen wieder an das, was du gerade schon erzählt hast. Denn die Frage ist, was war bisher dein Lieblings-An- und Pfirsich-Moment? Der Moment, wo wir angefangen haben mit An- und Pfirsich, wir sind alles junge, aufstrebende Impro-SpielerInnen gewesen, wo selber in Zürich anfangen, etwas aufbauen, professionell. Und gleichzeitig an und für sich hat Kapazitätsprobleme gehabt und wollte grösser und breiter werden. Also hat an und für sich wieder eine von ihren verrückten, grossen, mutigen Entscheidungen getroffen. Und zwar das Ensemble einfach mal mal 3 zu machen. Und wir sind alle eingeladen worden und wir sind in der Töpferei, also vor der Töpferei gestanden und nervös und so, weil es ist ein grosser Moment und es ist so Win-Win, aber irgendwie auch so, wow, cool, wir haben nicht gewusst, wer da ist. Also wir haben es, der Niki, du und ich haben es voneinander gewusst, aber alle anderen ist so ein bisschen Gerücht gewesen. Und dann sind wir so reingeführt worden und so spezifisch an einen Ort platziert worden, haben wir müssen absitzen, dürfen absitzen. Und dann hat es so die Ansprache gegeben, heute Abend, und es ist da, der Reto Zeller, und dann ist so ein Licht auf der Reto, und es ist einfach so. Gab es ja auch noch Bilder, die projiziert wurden? Habe ich das falsch erinnert? Hey, ich erinnere mich auch nur noch so irgendwie schattenhaft daran. Das ist der, lustigerweise, ja, es ist nicht der einzige, aber das ist der, wo mir jetzt im Moment gerade in den Sinn gekommen ist, und so sollte man ja auch jetzt die Antworten geben. Der Moment, wie inszeniert das war und wie aufgeregt wir waren und schön. Und plötzlich hast du gemerkt, so, wow, jetzt bin ich Teil von dem grossen Ganzen. Und jetzt fängt es an. Und das, neben ganz, ganz, ganz vielen anderen, wie die Eröffnung vom Theater im Zollhaus, Team-Retretten mit Funkgerät komplett übermüdet nach der Burg von Auto zu Auto funken, geile Shows, Impro-EM-Titel. Es gibt viele, aber das ist, glaube ich, schon einer von denen, ja, der bleibt da halt irgendwie ewig. Ich finde es mega spannend, denn vor 2 Wochen war der Cheese hier und der hat denselben Moment genommen. Wirklich? Ja, das auch halt aus 2 verschiedenen Perspektiven. Der Cheese, ja, der quasi auf der Seite war, von denen, die uns reingelassen haben, das als einen seiner Lieblings-An-und-Pfirsich-Momente nennt und du auch. Und was mir das also aus dem Herz spricht, ich glaube ja an inszenierte und ein bisschen auch pompös aufgeblasene Momente.
Und ich habe dann immer das Gefühl, da kommt meine deutsche Seele, trifft ein bisschen auf Schweizer Bescheidenheit und Zurückhaltung. Aber ich glaube wirklich, dass das Inszenieren von solchen Momenten einfach wirklich dazu führt, dass sie länger in Erinnerung bleiben. Voll. Und dass das Gewicht, auch sich zu trauen, wir geben dem Moment Gewicht und wir inszenieren den und wir feiern den und wir machen den ein bisschen zu groß, dass das schon was macht. Und auch, wir wählen also unkonventionelle, einfach nicht nur, wir reden darüber. Oder auch, also ich kann mich auch an einen Moment erinnern, wo man so Träume, was wir alles noch machen könnten, also Ballon gehängt haben und die dann so steigen lassen haben. Und dann kannst du sagen, ja, klassische Methode. So. Aber gleichzeitig so, wow, wir haben irgendwie Träume in die Luft geschickt, ein improvisiertes Musical zu haben und ein Impro-Sitcom und all die Sachen, die wir nachher gemacht haben. Ja. Auch viele Sachen drauf, die wir nicht gemacht haben. Aber so, ja, einfach so die Sachen irgendwie, denen einen Wert zu geben. Und ich glaube, das ist das, wo ich, oder glaube auch einer von meinen Purposes ist so zu kreieren, zu gestalten und eben diese Momente auch bewusst zu gestalten und nicht irgendwie als selbstverständlich oder administrativ zu sehen, sondern ja, ein bisschen eine Show daraus zu machen. Deswegen bin ich sehr gespannt. Wir erwähnen es ab und zu in dem Podcast, weil das bewegt es an und für sich im Moment. Wir werden nächstes Jahr 20 Jahre und werden verschiedene Dinge machen. Und eine Sache, die wir nächstes Jahr machen werden, ist, wir werden fette Gala machen und da werden wir so richtig tun, als wären wir erwachsene Superstars. Und das wird sehr nach Gala mit Essen und Ansprache und so sein. Und wir haben uns die Aufgabe gestellt, wir wollen professionelle, erwachsene Gala mit Augenzwinkern machen. Auch das ist irgendwie untypisch an und für sich, aber es wird die Gala geben und wahrscheinlich, oder es könnte durchaus sein, dass der ein oder die andere von den Zuhörern vielleicht auch mit dabei sein wird bei der großen Gala im Oktober 2025. Simon, schaffen wir das, die nächste Frage in maximal 3 Sätzen zu beantworten? Schwierig, Simon, aber ja, we try. Was ist aus deiner Sicht die eine Impro-Weisheit? Simon, reißt sich zusammen, um auf einen Vertrau Satz zu kommen. Vertrau im Moment, bleib neugierig, bis immer in Verbindung mit dem Gegenüber, einem Moment und dem Publikum. Wiederhol das noch einmal. Kann ich nicht. Vertrau in dem Moment, sei neugierig und bleibe immer im Kontakt mit dem Gegenüber. Das sind 3 Impro-Weisheiten. Aber 3 Sätze. Du hast gesagt, 3 Sätze. Das ist eine Impro-Weisheit mit 3 Bullet Points. Neugierig sein, mit dem Partner zusammen sein und ein Moment vertrauen. Den Moment vertrauen. Und den tue ich sonst rausheben, wenn ich mich für eine entscheiden muss. Den Moment zu vertrauen? Ja. Was meinst du damit? Ja, ich glaube, so, vor allem wenn man professionell Impro macht und erfahren ist, schon viel gemacht hat, einen höheren Anspruch an die Impro hat, aber auch einen höheren Druck, weil Leute zahlen und also gerade auch in einem Corporate-Kontext natürlich nicht mehr im Kopf so die Möglichkeit ist, von komm, alles ist möglich. Mhm. Obwohl alles ist möglich, aber ich glaube, im Wissen, was man alles könnt, ist manchmal ein bisschen Gefahr da, dass man vielleicht fast ein bisschen zu fest in einen Delivery-Modus kommen. Und da ist wichtig, dass wir den haben. Und es gibt Situationen, wo wir den hundertprozentig einschalten müssen. Aber ich glaube, es ist auch ein Habit, ein bisschen zu fest in den Modus reinzukommen. Und das, ja, ich glaube, vermindert, was für Impro alles könnte passieren auf der Bühne. Und das ist mega schade. Ich glaube, auch das ist wieder zyklisch. Ne? Ich habe das Gefühl, Leute, die mit der Impro anfangen, haben oft das Gefühl, es geht alles. Und dann gibt es so eine Zwischenerfahrungsphase. Also die kann jahrelang sein. Du bist schon wer, du kannst Öppis und du hast das Angst, das nicht zu beweisen. Und dann kommt eher diese, ich muss abliefern und ich muss es kontrollieren. Und bei den allermeisten, die ich kenne, die dann in so eine 10+ Jahre Erfahrungsphase eintauchen, nimmt das wieder ein bisschen ab. Ja? Ja, und es, also, ja, voll. Und ich glaube, es ist auch noch eine Spielerinnen-Typus-Frage. So, für was, wieso machst du überhaupt Impro? Und was ist deine Impro? Aber ich merke das bei mir immer wieder so, dass die Momente, die bleiben, oder die Momente, wo mir Freude machen, genau die Momente sind, wo ich trotz Setting, wo vielleicht irgendwie eben gewisse Pressure, Delivery-Thematiken haben. Je mehr ich das trotzdem schaffe, desto besser wird es, lustigerweise ja dann eben auch. Und desto mehr habe ich auch Freude. Und oftmals mit dem ja das Publikum, also so an der Impro-EM oder auch so eben in so schwierigen Corporate-Situationen. Ja,
Und das ist auch immer wieder, wenn ich schaue, welche Impro macht mir dann Spass zum Schauen, ist es genau das. Mhm. Es ist mega eindrücklich dann zu sehen, so Skills, die Leute haben und so, die beeindrucken mich und ich finde so, wow, cool, das kann ich von denen abschauen. Aber das, was wirklich bleibt oder das, was mich wirklich auch berührt, sind die Momente, wo eben genau die Leute einen Moment zuhören und die Situation und nicht nur einfach show off everything I have. Sehr schön. Show off everything I have. Vielleicht ist euch schon aufgefallen, Simon liebt Anglizismen. Ja. Er könnte das Trinkspiel draus machen. Für jedes 10. Anglizismus muss man einen Schnaps trinken. Man wäre recht betrunken. Wir kommen zur letzten Frage, Simon. Vielleicht hat das ja was mit Anglizismen zu tun. Wenn du nicht als Improvisateurin arbeiten würdest, als was würdest du arbeiten jetzt? Also wenn ich nicht, ich wäre glaube so Instagram-Star, aber würde es nicht selber bedienen. Nein, ich glaube, was ich wäre so... Was eine selbstbewusste Aussage, ich wäre Influencerin. Nein, ich wäre, ich glaube, ich würde so die Welt budgeten, also nicht budgeten, das klingt jetzt auch so, ich würde so, ich glaube, ich hätte so eine Familie, wo ziemlich sicher nicht unbedingt meine wäre. Also meine jetzige, die ich ganz fest liebe. Aber ich wäre so auf der Welt unterwegs und würde so verschiedene Länder bereisen und würde das halt so auf Social Media teilen. Nein, das will ich eigentlich nicht unbedingt. Das klingt einfach wie der Berufswunsch von einem 12-Jährigen. Nein, ich wär, was würde ich dann machen? Ich weiß es doch nicht, Gary. Ich will ja gar nicht anders machen. Entweder wäre ich so richtig frustrierte Primarlehrerin, die irgendwie zu wohl ist in dieser Rolle und allen Privilegien, die der Job hat, neben allen grossen Herausforderungen. Props zu allen Primarlehrpersonen. Nein, ich wäre so vielleicht so Abenteurerin. Ich glaube, ich wäre mehr der Welt unterwegs, als ich jetzt bin. Es klingt ja absurd, weil die Improvisateurin im Beruf wahrscheinlich in sich schon für viele Menschen extrem abenteuerlich ist. Ja, aber ich bin ja meistens in der Schweiz. Und du merkst schon, ja, wenn nicht, dann würde ich was richtig Abenteuerliches machen. Ja, vielleicht wäre ich also ultra sportlich und würde so, was wäre ich? Ja, ich wär etwas, wo ich würde aktiv gestalten und ich wäre etwas, wo Verbindung zu Menschen wichtig ist. Ich glaube, das eben, wie ich vorher angesprochen habe, das sind glaube wirklich so meine zwei Haupttreiber als Persönlichkeit ist Gestalten und Verbundenheit. Cool. Darum wäre ich. Ich weiß es nicht. eine influenzende Abenteuer. Aber ich würde auch nicht wollen, meine Familie so inszenieren. Ich habe das nicht so durchdacht, aber ich wäre viel unterwegs und ich würde gestalten und ich wäre mit Menschen verbunden. Vielleicht wäre ich auch so, wow, ich könnte also Ethnologin sein und so fremde Völker so studieren. Aber ich würde nicht wollen darüber schreiben, weil so produzieren nicht aus dem Moment aus ist eben auch anstrengend. Du wärst quasi per Instagram Influencer. Ich würde auch nicht die ganze Zeit am Handy sein. Ich habe ja nur Instagram, weil ich es manchmal für zum Schaffen brauche. Also, ihr könnt euch vorstellen, wie Simons Leben geworden wäre, wenn sie nicht Impro machen würde. Aber wir sind natürlich sehr froh, dass sie bei uns ist und Impro macht. Und schließen damit den ersten Teil der Biografie ab und kommen jetzt zu Geralds Thema. Simon, wir haben es in der Einleitung ja schon mal erwähnt. Du bist 2017 Mutter von deiner ersten Tochter geworden und dann 2021 Mutter von deiner zweiten Tochter. Du bist für uns dadurch auch eine Vorreiterin, denn du bist, ja, ich kann das ja schon so sagen, es gab schon andere Eltern im An und für sich, aber es gab, glaube ich, noch nie Eltern, die so intensiv beim An und für sich gearbeitet haben wie du, also mit 50%+ Anstellung und 2 Kindern. Und das ist natürlich für dich herausfordernd, ne? Denn viele Teile unseres Jobs passieren dann, wenn Kinder nicht institutionell betreut werden und dein Partner ist auch noch in demselben Metier unterwegs. Das heißt, der hat jetzt auch nicht einen Steady-Job, der um 16.30 Uhr aufhört.
Und ich finde das total bewundernswert und ich habe in den letzten Jahren als Geschäftsführer auch ein paar Gespräche und Krisen mit dir durchgemacht. Wie gut kriegen wir diese zwei Leben zusammen, die dir beide unglaublich wichtig sind? Und ich glaube, du dich auch oft in einem Konflikt gefunden hast, wo andere gesagt haben, ja, dann hör da aber mit der Impro auf und nimm die Privilegien der Primarlehrerin wieder an dich und mach das mit Kindern. Ich finde das total bewundernswert, diese Vorreiterrolle und diesen Kampf dafür, das miteinander zu bringen. Aber ich möchte es jetzt gerne ein bisschen von dir hören. Was sind für dich die Herausforderungen, Chancen und Freuden, das zu kombinieren, Mutter von zwei Kindern zu sein, in einem Improvisationsunternehmen zu 50% angestellt zu sein und dann auch noch den Hut der Eigentümerin zu haben, die sich ja nicht einfach so auf die ich bin Arbeitnehmerin, ich brauche meine Arbeitnehmerrechte setzen kann? Viele Fragen jetzt gerade aufs Mal. Ich glaube, was mir mega wichtig ist, ist so genau das, hey, ich will oder ich finde es schön, können das Vorbild sein. Und es soll möglich sein, dass auch Mütter den Job vom professionellen Improviser machen können. Was einfach de facto nicht so passiert, auf der ganzen Welt nicht oder sicher nicht in dem Ausmaß. Und dort bin ich, glaube ich, auch zu fest Feministin, als dass ich dann sage, hey, ich gebe einen Traum auf, weil es geht einfach nicht. Da sind wir wieder beim Thema Selbstbefähigung. So, hey, ja, es ist mega herausfordernd und mitunter auch sicher viel, viel zu viel. Und gleichzeitig wette ich einfach, dass das möglich ist. Und also Vorbild für andere Leute, die vielleicht eines Tages an dem Entscheid stehen, von Kind ja oder nein und was für einen Konflikt gibt es denn zu meinem professionellen Leben. Und eben, es hat extrem viele Leute gegeben, vor allem Frauen, aber auch Männer, die genau dann aufgehört haben, das professionell zu machen, weil es einfach eine Herausforderung ist. Aber auch Vorbild meiner Kinder, meiner Töchter gegenüber. Also ich will, oder das finde ich mega schön, dass sie halt mitbekommen, dass beide, mein Partner und ich, einen Job machen, wo wir sehr dafür brennen. Und wo wir extrem viel selber gestalten und ja, wo auch Herausforderungen hat. Aber hauptsächlich ist es so etwas, wo uns extrem viel gibt und wo mir mega viel gibt und die Möglichkeit, dass man dort auch eben die Fähigkeit hat, auch wenn es einfachere Wege gibt, zum Geld zu verdienen, wenn es jetzt nur rein um das geht. Aber gleichzeitig würde mich das einfach unglaublich langweilen, einen Job zu haben, der hauptsächlich dafür da ist, dass am Schluss Geld drin ist. Und ich glaube auch nicht, dass es entweder oder gibt. Es gibt glaube nicht nur den absoluten Traumjob oder den Job, den man halt nur macht, um Geld zu verdienen. Da gibt es sicher auch irgendwie noch ganz, ganz viele Graubereiche drin. Aber ja, einfach so, hey, ich will mir ein bisschen das beweisen, ich will es aber auch allen Menschen beweisen, die potenziell in dieser Situation sind oder dort ankommen, dass es nicht muss ein Entweder-Oder sein. Und ich will ein gutes Vorbild sein meinen Töchtern gegenüber, dass es sich lohnt, etwas aufzubauen und das zu machen, wofür man brennt. Und wo man vielleicht nicht mal am Anfang gedacht hat, dass das ein wirklicher Job ist. Wir haben den ja mitunter auch kreiert in den letzten Jahrzehnten. Was mich interessieren würde, und ich weiß, wir kommen nicht ganz umhin, das einfach sehr aufs An und für sich und wie wir arbeiten runterzubrechen, weil das ist nun mal unsere Realität. Im An und für sich ist es ja so, dass die Mitarbeiterinnen bekommen Arbeit zugeteilt. Sie geben grundsätzlich ihre Verfügbarkeit nach Zeit an, aber dann entscheidest du nicht ganz frei selbst, mache ich diesen Auftrag, mache ich den nicht. Das gibt in anderen, mehr auf Selbstständigkeit basierenden Impro-Geschäften ist das eher so. Bei uns teilen die Bereichsleiter oder die Projektleiter teilen dich zu und dann gehst du dahin und machst den Auftrag. Oder du bekommst den Kurs und dann bist du 8 Wochen, hast du abends und Dienstag wahrscheinlich sogar 2 Kurse. Wenn wir jetzt mal von dem ausgehen, wie es bei uns ist, was waren für dich die Herausforderungen oder auch Schwierigkeiten der Vereinbarkeit? Ich glaube, das größte Thema ist glaube wirklich so das Thema, sich schuldig fühlen die ganze Zeit. Einerseits den Kindern gegenüber. Oder? Ja, beiden. Also am Unternehmen gegenüber, mitunter auch den Leuten, die es dann machen, wenn du nicht verfügbar am Unternehmen, aber auch der Familie, den Kindern gegenüber, dem Partner, der einfach auch, also ich kann den Job ja auch nur machen, weil das Sven extrem viel abdeckt, was einfach an dieser Stelle auch mal soll gesagt werden, dass ja, dass hinter
jeder starken Frau und starken Mann steht. Oder eine andere starke Frau. Oder eine andere starke Frau oder ein Mann und einen anderen starken Mann und auch alles dazwischen. Nein, aber de facto ist es schon so, wir haben halt einfach keinen familiären Support. Dann wäre es sicher noch mal viel, viel einfacher, weil ich sehe das in meinem Umfeld, wenn natürlich irgendwelche Grosseltern rum sind oder einfach Leute, die intrinsisch motiviert sind, wenn sie mit ihren Kindern verbringen oder dich in dem supporten. Das ist jetzt bei uns leider nicht möglich. Also die Challenge von können eingestehen, wie viel Energie fließt wo an und wann und okay, damit sie in beide Richtungen, dass dann halt nicht am anderen Ort kannst sein. Oder jetzt auch so Situationen, wo eben spontan Leute einspringen für andere, die nicht verfügbar sind, die krank sind, die familiäre Themen haben oder Aufträge, die sehr, sehr spontan reinkommen und für uns halt irgendwie wichtig und gut sind und sich es wird lohnen. Ich bin nicht spontan einsetzbar, weil halt irgendwie schon alles eh so super, also jede Woche ist bei uns komplett anders und es ist eh schon organmäßig ein extremer Hustle. Ja, und eben, es ist nicht so, hey, ich kann mir mal noch einen Mittwochabend mehr reinnehmen, sondern es ist so, hey, look, irgendwie mehr als 4 Übungen pro Woche liegt nicht drin. Das sprengt das System, und zwar in alle Richtungen, also für Kind, für die Familie, für den Sven. Und einfach, glaube, und das ist, würde ich jetzt mal sagen, ist eine Challenge, die alle haben in diesem Job, einfach auch zu schauen, so, hey, was kann ich geben und was nicht? Und okay sein damit, ab all diesen Momenten, wo man aus welchem Grund auch immer nicht kann. Und dort nicht ein schlechtes Gewissen haben. Ich meine Arbeitszeiten, Planbarkeit, Orga, das sind sicher jetzt so auf der einen Ebene mega grosse Herausforderungen. Und das andere ist halt Energie. Also es ist halt, jetzt sind langsam meine Kinder in einem Alter, wo es mal meistens in der Nacht kannst du davon ausgehen, dass dann, wenn sie mal schlafen, das schlafen. Aber auch das ist jetzt noch nicht so lang an und regelmäßig auch. Das heisst einfach, also die Frage von der Erholzeit, wo ich mir viel höre, die sagen, ja, unser Leben, professionelles Leben ist so anstrengend, und das ist. Also das braucht einfach, du musst so präsent sein, du bist so viel am Gehen, die Batterien müssen irgendwie wieder gefüllt werden. Und währenddem dann andere heimgehen und noch ein bisschen Netflix schauen, hast du halt irgendwie das Szenario, dass du zu den Türen reinkommst und einfach 100% die Arbeit zu Hause weitergeht. Und dann halt nicht mal einen Sonntagmorgen kannst du einfach ein bisschen hängen und Netflix schauen oder mit Freunden dich treffen und brunchen oder einen langen Spaziergang machen, sondern dann bist du zu Hause und dann ist auch der Anspruch da und jetzt bist du auch in der Verantwortung von der Care-Arbeit, weil ich habe jetzt auch schon mega viel zu Hause gemacht aus der Seite vom Partner. Das ist sicher so eine Challenge, kommst du als Persönlichkeit dann noch zum Zug? Und das ist sicher eine Herausforderung in den letzten 7,5 Jahren. Und für mich ist es tatsächlich natürlich viel einfacher gewesen, bevor wir uns alle fix angestellt haben, wo du eigentlich zu jedem Job einfach hast können sagen, nehme ich den, nehme ich nicht. Und das ist jetzt auch im internationalen Setting von anderen Leuten, die Familie haben, viel öfters der Case, dass du viel freier kannst entscheiden, mache ich das, mache ich es nicht, liegt es dir, liegt es nicht, wo du mal mehr flexibel oder mehr Freiheit hast in der Planung von deinem Familienleben. Und dafür haben wir ganz, ganz viele andere Chancen. Und das ist ja immer wie so. Also das hat jede Sonnenseite hat ja auch gewisse Schattenseiten. Und ich glaube, mit einer Familie wird das einfach extremer, was sonst schon da ist. Hast du das so kommen sehen, wie es sich gestaltet hat, als du dich jetzt entschieden hast, Mutter werden zu wollen und dann auch ein zweites Mal Mutter werden zu wollen? Also bist du da sehenden Auges reingegangen oder... Nein. ich glaube schon, ich habe ja auch schon mal eine Beziehung geführt, wo zwei kleine Kinder dann die Hälfte von der Zeit bei uns gewohnt haben. Und mit dem bist du noch lange nicht Mutter. Aber ich glaube, ich habe schon ein Bild gehabt, wie anstrengend oder wie herausfordernd die Aufgabe ist. Also ich glaube, dort bin ich schon nicht blauäugig drin hineingelaufen.
Aber ja, also ich meine, damals haben meine Eltern noch gelebt, haben im gleichen Haus gewohnt, und meine Mutter war relativ frisch pensioniert und voller Vorfreude auf den Job als Grossmami, was einfach Win-Win ist. Und dann ist sie leider ein halbes Jahr nachdem Tanne auf die Welt kam, ist einfach sehr unerwartet gestorben. Und mein Vater ist dann relativ schnell immer schlechter gegangen. Also es ist so die Familienkomponente, mit der man ein bisschen gerechnet hat natürlich, ist so sehr unerwartet weggefallen. Mit dem ja, sind natürlich dann gewisse Challenges gekommen und an und für sich, die grösser geworden ist und so die Strukturiertheit, die in Filmen ja mega gut ist, aber jetzt für das sicher viel herausfordernd war als noch 2017, 18, 19. Darum nein, das habe ich so nicht gesehen. Und ich glaube, das ist so der Prozess vom stetigen, okay, und wie kann ich es jetzt machen, dass es trotzdem funktioniert? Auf beiden Seiten, also ja, aus Unternehmenssicht und aus Mitarbeiterinnensicht. Und auch aus Eigentümerinnen-Sicht, wo ich einfach ganz, ganz fest auch natürlich für das plädiere, dass wenn wir wollen, auch auf der Bühne möglichst divers sein, dass es nicht sein kann, dass es nur junge, unbundene Menschen sind, die den Job machen, was extrem schade wäre, für auch was auf der Bühne passiert. Und dann eben, also meine gleichzeitig, es hat auch mega viele schöne Sachen, du hast ja eingangs, glaube ich, drei Fragen gestellt, so, wo profitiert es dann auch? Und der Sean Kinley, was einer von unseren wichtigsten Lehrer auf unserer Impro-Reise, die wir ja schon zusammen erlebt haben, war, der hat, als ich schwanger geworden bin und er das mitbekommen hat, hat er so gesagt, you're gonna meet the biggest improv teacher you've ever had. und ich habe dann noch so ein bisschen gelacht und so gefunden, ja, vermutlich ist das schon ja, noch ein bisschen wahr und so, aber es ist halt wirklich sehr, sehr, sehr fest wahr. Ich glaube, mit jedem, der Kind hat, weiss, wie fest man oder wie fest das einfach hilft, voll im Moment zu sein und in Verbindung und spielerisch Sachen zu lösen und so. Darum, ich glaube eben tatsächlich auch, dass ganz, ganz, ganz viel ich einfach in dieser Zeit auch von meinen Kindern gelernt habe, wo mir auf der Bühne und als Arbeitskollegin und als Mitinhaberin, also in all den Rollen, die ich habe, auch ganz, ganz viel bringen. Und das, also ich glaube, das ist auch die Sicht, die ich tatsächlich habe auf Kind, das sind ja nicht unvollkommene Wesen, wo es deine Aufgabe als Eltern ist, die zu vollkommenen, mündigen Teil von der Gesellschaft zu machen, sondern ich glaube, das ist wirklich so die Philosophie, die ich habe, dass wir gleichbürtig sind. Das heisst nicht, dass die Rollen nicht klar verteilt sind von Kind und Eltern, aber ich kann extrem viel von meinen Kindern lernen und sie hoffentlich auch ganz, ganz viel von mir. Ja, und das ist glaube ich, für alle Teile von meinem Leben mega schön und insbesondere auch für die Impro. Würdest du sagen, die Impro hat dir auch geholfen, oder du kannst ja eh nicht, du bist ja Improvisateurin, das bist du halt einfach, aber siehst du da Vorteile oder Hilfestellungen beim Elternsein? Ja, absolut. Also ich glaube, ganz, ganz viel, wo du lernst, und das sind vor allem jetzt nicht mal unbedingt Skills, sondern wirklich so die Grundphilosophie, die Grundprinzipien von der Impro, wo wir ja, glaube ich, alle versuchen, möglichst im Alltag zu leben, nicht nur auf der Bühne, sondern auch in der Zusammenarbeit und in unserer Freizeit und einfach all den Rollen, die wir haben, die bringen dir als Eltern extrem viel. Darum mache ich jetzt auch einen von den For-Life-Workshops, wo ich jetzt unterrichte, ist Impro-Tools für Eltern, was genau darum geht. Was bringt dir die Impro zum ein freudvolleres und gelasseneres Familienleben haben, weil ja, also das Familienleben ist einfach auch mitunter mega anstrengend. Du bist eigentlich ständig am Limit und das ist natürlich nicht die Voraussetzung, um dann eben freudvoll und gelassen können, den Job machen. Und das extrem, also das hat mir viel, viel gebracht und jetzt eben in den letzten Jahren hat es wirklich einfach in meinem Leben auch relativ viele Schicksalsschläge mit meine Eltern mit den Kindern, also Tanne ist ja bei der Geburt fast gestorben, wo ich glaube, das ist mega essentiell gewesen, dass wir dort mit dem okay, so ist jetzt die Situation, wir nehmen die an, wir bleiben, also wir haben Gestaltungsfreiheit, so wie das halt geht, aber einfach so, wir machen das Beste daraus, wir gehen jetzt nicht da einfach so in die Schicksalopfer, ich bin allem ausgeliefert Situation rein. Und ich glaube, das hat uns in dieser Situation gerettet. Ich glaube, was ich jetzt am spannendsten eigentlich an dem Ganzen finde, ist, du hast ja ganz vorhin auch gesagt, der Beruf der Improvisateurin hat ganz viel mit Präsenz zu tun. Du gibst und du bist Präsenz. Und
ich glaube, das ist halt etwas, was du mit Kinderkriegen, und da, ich glaube, Kinder haben ist eine der höchsten Verantwortungsformen, ne? Es gibt Abgeschwächte, ich habe einen Hund, das ist auch schon ein bisschen Verantwortung und verlangt dann die Präsenz von dir. Mhm. Und ich glaube, was halt gemein ist, ist, dass sowohl die Impro als auch Kinder oder im Kleinen einen Hund zu haben, das hat halt immer ein Minimum. Also du kannst halt nicht, du kannst das nicht unter 80% machen. Vielleicht 80% kommst du runter, kommst damit durch. Aber irgendwann, du kannst nicht mit halbherzig einen Kurs unterrichten, du kannst nicht halbherzig schauspielen, du kannst nicht halbherzig dich um deine Kinder kümmern. Das wird sich rächen. Und ich glaube, dass das, glaube ich, auch eine der Dinge ist, wo ich suche ja immer mehr, was macht die Improvisateurin aus? Was müssten die eigentlich können? Was kann man da entwickeln? Wie kann man die erkennen? Und ich glaube, diese Umgang mit Verantwortung und dabei in dem Moment, im Moment Vertrauen, scheint mir da ganz wichtig zu sein. Und das ist natürlich dann die Verdoppelung, weil die wenig Verantwortung in ihrem Leben haben und dann immer nur für sich machen, die können sich dann von dieser Verantwortung erholen, wo sie bei sich sind. Und das ist überhaupt kein Vorwurf, dass sie zu wenig machen. Das ist einfach eine Lebensentscheidung. Und zu sich bewusst zu sein, wenn man professionelle Improvisateurin, insbesondere wenn man für sich sein muss oder will, dann kommt das mit einher. Und man muss das zeitweise aushalten und ertragen können, dass du so viel Präsenz hast. Und ich fand deswegen so schön, dem Moment zu vertrauen, ist, glaube ich, etwas, was dir helfen kann. Sowohl auf der Bühne, als auch im Umgang mit Menschen, für die man Verantwortung hat, das zu haben. Hey, cool. Alle Menschen, die sich das überlegen und die da Fragen haben, ihr dürft der Simon schreiben. Ob sie antwortet, hängt wahrscheinlich davon ab, wie viele Kinder sie gerade am Betreuen ist. Aber oder wie lang meine E-Mail-Antwortungs-To-Do-Liste schon ist. Voll, aber lüte mir doch an. Ich verrate jetzt aber hier noch nicht deine Handynummer. Ihr könnt ja mir schreiben und dann gucke ich, ob ich ihr die Handynummer weitergebe. Weil wir glauben auch, wie wir ja in verschiedenen Themen und in verschiedenen Folgen schon über außergewöhnlichere Themen sprechen. Wir werden auch, ich glaube, nächste Woche mit Marina auch ein bisschen über die Frage sprechen, wie ist das mit Menschen mit Beeinträchtigungen? Wir wollen diese Themen hier auch ausloten und auch gern zum Dialog dazu einladen. Also, wer an dieser Frage ist, wer fragt, ob ich Impro machen kann, wenn ich schon Kinder habe? Ja. Und wer darüber in Austausch kommen möchte? Sehr gerne. Dann wäre das der Moment, wo wir den zweiten Abschnitt beenden und wir kommen zu meinem absoluten Lieblingsteil, dem Thema, von dem ich noch nichts weiß. Das ist Simons Thema. Ja, ich habe viele Sachen überlegt und letztendlich bin ich aber immer wieder zum Punkt zurückgekommen, wo ich gerne mit dir über Impro-Nachwuchs beziehungsweise den Job als Improvisatorin reden. Das ist ja ein nahtloser Anschluss. Ja, darum habe ich vorher schon mega Freude gehabt und kurz überlegt, so soll ich schon ein bisschen teasern, mehr dazu nachher, aber dann hätte ich das Thema schon verraten. Ja, okay. Und das habe ich auch nicht wollen. Weil das ist jetzt in dem Podcast gar noch nicht so rausgekommen, aber wir haben ja sehr, sehr viel Zeit in unseren Anfängen von unserer Impro-Karriere ja auch miteinander verbracht. Mhm. Und sind sehr enge und wichtige Sparring-Partner gewesen voneinander. Und wir haben viel mehr Zeit gehabt für Ausbildung, für unsere Ausbildung. Wir haben das auch viel mehr aktiv uns selber zusammengesucht. Mhm. Und sind viel auch unterwegs gewesen, weil eben damals in Zürich hat es auch noch nicht so viel gegeben. Mhm. Und Deutschland und im ganzen deutschsprachigen Raum. Und dann haben wir ganz, ganz eine lange Zeit gehabt, wo ich würde sagen, das war so unsere Impro-Wanderschaft gewesen, um so an die Zimmermannen und Frauen zu denken, die ja auch so auf Wanderschaft gehen. Mhm. Also der Moment, wo wir sehr intensiv durch sind und unterrichtet haben und gespielt haben und in ganz, ganz verschiedenen Settings und in unterschiedlichen Sprachen und unterschiedliche Sachen gemacht haben. Dann sind wir sehr intensiv ja auch dabei gewesen im Mitaufbau von An und für sich, wie es jetzt ist. Und jetzt, heute ist es ja so, dass es den Ort gibt, mitunter da bei uns. Es gibt den Job als Improvisateur, wie wir ihn ja auch ein bisschen mitgestaltet haben schon. Und an und für sich provided ja auch einen Grossteil von der Ausbildung zu dem Job an. Mhm. Also das ganze Kurssystem, machen Masterclass, machen Nachwuchsensemble, Praktikum, und es ist ja auch ganz bewusst unsere Aufgabe, weil es eben der Job per se und die Ausbildung per se nicht gibt, uns
auch eigene neue Leute zu ziehen. Ja. Und jetzt habe ich 3 Fragen. Wow. Was siehst du, ist ein Vorteil von der jetzigen Situation im Gegensatz zu, wo wir, wie wir es gemacht haben, damals, back in the days? Soll ich alle Fragen? Ich sage mal alle Fragen. Nein, ich sage nicht alle Fragen, das ist keine gute Idee. Was, Gary, ist der Vorteil? Eines der Ziele, das wir ja beide damals hatten, ist, wir wollten die finanzielle Risiko, das wir 2 auf uns genommen haben, weil wir haben viele, viele tausend Franken investiert in Flüge und Aufenthalte und die Zeit, also ich würde die Wanderjahre so wirklich so 2010 bis 2014 benennen, also das waren dann ja 4, 5 Jahre, die wir unterwegs waren, die Zeit reduzieren. Und ich glaube, das ist der große Vorteil. Du kriegst es für, also da muss mir keiner sagen, dass die Masterclass zu teuer ist. Ihr kriegt Sachen für sehr viel weniger Geld, als das kosten würde, wenn man das für sich selbst zusammentragen musste. Und das war auch die Absicht, das Leuten zu ermöglichen, die vielleicht nicht wie wir die Waghalsigkeit hatten und gesagt haben, wir riskieren einfach mal unsere Berufskarriere und nehmen uns die Zeit und arbeiten und sparen alles Geld, um es dann einfach in einem halben Jahr komplett wieder auszugeben. Also du hast Primarschule gegeben, ich war bei Starbucks und wir haben einfach Geld gesammelt und haben es ausgegeben. Und das, glaube ich, schneller, einfacher zugänglich. Es ist nicht noch nicht mein Traum von Zugänglichkeit ist noch nicht abgeschlossen. Also es hat immer noch die Notwendigkeit, du musst immer noch Zeit und gewisse Ressourcen haben, um dir das überhaupt leisten zu können. Und vielleicht sogar eine gewisse soziale Sicherheit. Und das muss man ja zugeben, das hatten wir 2. Also wir 2 waren jetzt, sind nicht prekär groß geworden, dass es wahnsinnig gewesen wäre, einfach 3 Jahre lang. Ich weiß nicht, ich habe nicht in die AHV eingezahlt. Ich wusste damals gar nicht, dass es die AHV gibt. Das war jetzt für uns nicht so wahnsinnig. Und das anderen zu ermöglichen, schneller, günstiger, strukturierter und ich hoffe, dass wir das aufrechterhalten können, breiter. Denn in unserer Zeit war die Improvisation inhaltlich viel mehr in Lagern aufgeteilt, als ich glaube, dass sie das heute ist. Und ich glaube, dass an und für sich versucht, sehr fest sowohl das Narrative als auch das prämissenbasierte Chicago als auch das Spontanitätsgame tendierende Calgary-Stile zusammenzubringen. Und ich bin sehr happy. Es waren ein paar aus unserem Kurswesen gerade in einem Intensive-Workshop in Deutschland und haben dort, glaube ich, sehr reine Chicago-Unterrichtsschule erlebt. Und waren schon ein bisschen, oder waren schon irritiert. Und ich glaube, die Fähigkeit, dass wir, sagen wir mal, mit den Impro-Unterrichtsstilen von die Spolin und Johnstone, die sehr viel mehr erfahrungsbasiert sind, operieren können, aber damit Prämissen und Chicago-Style vermitteln können, ist, glaube ich, ein großer Gewinn. Das Beste, oder das aus unserer Sicht Beste aus den Welten zusammenzuführen. Ja, ich finde es spannend, dass du das Thema von strukturiert noch aufbringst, weil das ist, glaube ich, auch etwas, wo ich würde sagen, das ist anders als damals. Also, dass wir damals viel mehr einfach ganz, 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 ganz viel Erfahrungen gesammelt haben, aber es war unsere Aufgabe gewesen, das nachher irgendwie in einen gewissen Kontext hineinzubringen, unsere Haltung dem gegenüber zu entwickeln. Aber das Gemeine ist, vielleicht ist das ja dann auch eine der nächsten Fragen, ich glaube, dass das auch einer der riesigen Vorteile für uns war. Und ja, ich glaube, das, was ich vor 2 Wochen mit dem Cheese über die persönliche Entwicklung der Improvisateurin, wer bist du als Improvisateurin? Da hatten wir, glaube ich, größere Freiheiten. Wir hatten mehr Zeit, es war weniger Vorbilder, es war weniger so ist richtig. Schon gar nicht für uns, weil wir einfach an andere Orte gegangen sind, abgeguckt haben, was die machen und dann nach Hause gegangen sind, wo es nichts gab. Und dass wir nicht so in der Situation gefangen waren, wir so wie die das machen, ist das richtig, sondern wir finden unseren Weg als Harry Olli als Gruppe oder unseren Weg als Gerald und Simon als ImprovisateurInnen. Was ist unsere Stärke? Was ist unsere Superpower? Was ist unsere Schwäche, die wir zum Teil ignorieren oder heimlich oder ein bisschen dran arbeiten? Aber wer bin ich als Improvisateur? War wichtiger als, wie macht man richtig Impro? Mhm. Und ich glaube, dass unsere Struktur, unser System, das habe ich vor 2 Wochen, glaube ich, auch schon mal erzählt, ich glaube, da, es steht eine Gefahr drin, in dem, so wäre es richtig.
Und da bringst du mich natürlich zu der nächsten Frage, wo ist, was sind denn Nachteile dem? Du hast jetzt schon ein bisschen vorgegriffen, aber eben, also es gibt sicher ganz, ganz viele Vorteile. Yeah. Wo sind Nachteile oder gewisse Stolpersteine? Ich glaube, neben dem, dass wir mehr Freiheit hatten und dann eben auch dadurch, dass wir unsere eigenen Gruppen hatten, unsere eigenen Shows hatten und das wirklich ausprobiert haben und vor 10 Zuschauer waren viel im Cabaret Voltaire. Also wenn wir 10 Zuschauer hatten, dann war es geil und nicht, oh Gott, nur 10. Und wenn wir heute 200 Personen im Zollhaus haben, dann wird das natürlich in gewisser Weise normalisiert. Ich weiß noch, als wir das erste Mal das Finale des Theatersportturniers 2014, das war ausverkauft im Boulevard Comedy House, Myers, wie es hieß, und das war Wahnsinn. Ach, 180 Leute, der Wahnsinn! Und heute ist das so ein bisschen der normale Samstagabend. Und ich glaube, das hat uns mehr Freiheit gegeben, auszuprobieren und die eigenen Lösungen, wie improvisiert man eigentlich gemeinsam eine Geschichte oder Witze oder Szenen oder Sketche, wie machen wir das gemeinsam? Mhm. Da hatten wir mehr Freiheit. Und weil wir mehr Zeit hatten, Improvisation ist, glaube ich, nur, was weiß ich, ich ziehe mir eine Zahl aus dem Popo, 20% Theorie, Konzept, Verständnis. Es ist mindestens 80% Kilometer und Erfahrung sammeln. Und weil wir es so komprimiert und verkürzt haben, geben wir die 20% sehr viel kompakter. Hm. Aber wir könnten damit natürlich auch suggerieren, da muss es eigentlich können. Und ganz ehrlich, ich erlebe das. Ich erlebe Leute, die, ich sag jetzt mal, 2 Jahre Impro gemacht haben und nach einem halben Jahr später noch mit der Masterclass fertig sind. Und aus meiner Sicht, das ist jetzt vielleicht auch der alte weiße Mann, der spricht, viel zu früh sich für viel zu gut halten. Und nur weil ihr ein paar gute Szenen gespielt habt und weil ihr ein paar Mal gesagt bekommen habt, ihr seid lustig und der Maestro in die zweite Hälfte gekommen seid, das macht noch lange keinen guten Impro-Spieler. Das ist wie ein Fußballer. Nur weil du in einem Spiel mal 2 Tore gemacht hast, bist du noch nicht Nationalmannschaft. Es geht um die Dauer, es geht um die Tiefe der Philosophie, es geht um die Fähigkeit, das auch vor 2 Leuten machen zu können. Auch mit Menschen, die dir Angst machen, auch mit Menschen, die du beschützen musst auf der Bühne. Das macht dich gut. Und ich glaube, wir hatten nicht den Druck, so früh mit so viel, wie du das ja vorhin gesagt hast, mit dem Abliefern, mit dem Deliveren konfrontiert zu werden, sondern über viele Jahre es einfach machen zu können. Und die Leute, die das halt so lange gemacht haben, die waren dann auch wirklich, wirklich tief inspiriert. Und vielleicht ist die zweite Gefahr, dass wenn es so komprimiert wird, kurz wird, dass du vielleicht sich die Spreu vom Weizen noch nicht ganz bei den Leuten, die Impro machen, getrennt haben, zwischen denen, die es wirklich wollen oder die, die es eigentlich nur toll finden, da durchgetragen zu werden, dann ist halt immer mal vorbei und dann geht man in eine Gruppe und dann ist es ja, und das habe ich auch vor 2 Wochen schon mal erzählt, diese Aussage, sich zuzugestehen, was will ich in der Impro und sich voneinander zu trennen. Und wir hatten diese Zeit. Mhm. Aber die Zeit hat uns Geld gekostet. Und viele Leute, die mit uns Impro auf unserem Umbringweg gemacht haben, sind nie so weit gekommen, wie wir gekommen sind, weil halt das Leben oder Interessen dazwischen gekommen sind. Und das zu verheiraten. Mhm. Wie kriegen wir die Kilometer und wie kriegen wir die Interessierten und das Wissen komprimiert? Zum Beispiel mein Traum, wirklich, ich glaube ganz fest, ist 3-jährige Impro-Universität. 3 Jahre nichts anderes als Impro, 5 Tage die Woche, dann kämst du auch auf diese Kilometer. Mhm. Weil was wir im Moment gemacht haben, ist den Inhalt komprimiert, aber die Erfahrungswerte, die sind noch nicht komprimiert. Du machst nicht in 3 Jahren auch noch 150 Shows und unterrichtest deine ersten 5 Workshops, die du einfach unterrichtest, ohne es je gemacht zu haben. Ich meine, wir haben beide, du hast wenigstens noch eine pädagogische Ausbildung. Ich habe meinen ersten Workshop nach Amsterdam verkauft, ohne je unterrichtet zu haben. Es ist Wochenende und ich habe mir in die Hosen gemacht, aber ich bin damit halt irgendwie durchgekommen und habe so meinen Stil als Unterrichter gefunden. Ja, ich glaube, und da weiß ich auch nicht ganz, ob unser Pfad, den wir eingeschlagen haben, ja, der ist vielleicht schon besser als früher, aber ich glaube, er ist noch nicht abgeschlossen. Mhm. Ich brauche Leute, die in meine Impro-Universität kommen und 3 Jahre lang nur Impro machen wollen und jede Woche 2 Shows spielen und dann auch noch Zeit haben zum Üben. Weil das ist ja auch das Krasse, wenn jetzt Leute, so wie im Nachwuchsensemble, was mega geil ist, aber sobald die Shows beginnen, gibt's keine Übungszeit mehr. Mhm. Und wenn du in eine Gruppe gehst und du möchtest auftreten und dann trittst du vielleicht 1-mal im Monat, vielleicht sogar 2-mal im Monat auf und schon verschwinden die Probephasen und dann haben die Leute noch ein anderes Leben und
vielleicht ist das auch der Vorteil von uns. Wir haben damals kein anderes Leben gewichtet. Wir haben gesagt, unser Leben ist Impro. Alles ist dem untergeordnet. Wenn wir Geld brauchen, machen wir Geld für Impro. Und sonst machen wir möglichst viel Impro. Und das war nicht nur das Privileg, also auch, aber es war auch, dass wir das zusammen machen konnten und dass wir uns bewusst dafür entschieden haben, das ist unser Fokus. Und ich glaube, das ist ja wie in ganz vielen anderen Kunst- und Unterhaltungs- und Sportformen ist das auch so. Du wirst nicht Fußballer, wenn du halbherzig Fußballer werden willst. Und wahrscheinlich wirst du auch kein Rockstar, wenn du so ab und zu mal das machst. Und vielleicht suggeriert unser Kurssystem zu sehr, du musst einfach nur die Kurse machen. Und dann ist schon so, als ob du nur eine Musikschule absolvieren würdest und dann wirst du Profimusiker. Das ist ja nicht so. Aber vielleicht suggeriert das unser auch auf Verkauf ausgelegtes Kurssystem ein bisschen. Ja, ich glaube, eben vieles, was du ansprichst, würde ich auch so unterschreiben. Ich glaube so, neben dem ist einfach auch noch die Breite, also dass einfach so durch Kompaktheit halt einfach auch sehr vieles in der jetzigen Impro-Ausbildung sehr zielgerichtet ist. Und zwar thematisch impromässig schon breit, aber eben, wir haben halt irgendwie noch, keine Ahnung, Clownery, Pantomime, Comedia, so Kontakt-Impro, so berufsnähe Sachen gemacht, wo ich eben ganz, ganz fest finde, dass macht etwas mit einer Impro-Spielerin nachher auf der Bühne, das zu wissen. Und ich weiss, dass es die Aussage gibt, eben Impro-SpielerInnen müssen nicht können gute Schauspieler sein. Nichtsdestotrotz glaube ich ganz fest, dass viele Schauspiel-Skills dir einfach auf der Impro-Bühne mega fest helfen. Also einfach so die Breite von der Ausbildung, die wir ja gar nicht können in dieser Zeit generieren, wo wir gehabt haben. Und das andere ist noch so, dass nicht mal unbedingt die Haltung habe, wie gut man nach so wenig Zeit schon ist, sondern vor allem das Gefühl habe, ich, oder die Tatsache, dass man es weiss, was gute Impro ist, Betrachtung, so, das ist jetzt gute Impro, das ist nicht gute Impro, wo ich nach wie vor eigentlich nach eben 18 Jahre Impro-Erfahrung finde, ich will auch das immer wieder können überdenken. Es gibt einfach nicht nur gute Impro, nicht gute Impro. Ja. Was ich schon auch beobachte, ein bisschen als Nachteil von, wie die Situation jetzt ist, so dass das auch viel früher passiert und da wir aber sicher auch mit unserem Kurswesen und dem viel zielgerichteteren Ausbildung dort ein bisschen das auslösen. Und weil du viel früher, wenn du dann für an und für sich zum Beispiel das Praktikum machst, eben, es gibt viel weniger ausprobieren. Es ist ja alles irgendwie zielorientiert und durch das auch mit einem gewissen Qualitätsanspruch irgendwie. Voll. Ich möchte aber sagen, wir vergleichen jetzt quasi so Persönlichkeiten wie wir, die aus dem Theater gekommen sind, die sich so extrem in die Impro verliebt haben und auch einander hatten, dass sie das überhaupt durchziehen könnten. Und ich glaube aber, der große Vorteil, den diese Strukturierung und dieses System, das wir heute haben, ist eben, es gibt einfach sehr viel mehr Menschen, die sehr viel weiter in der Impro kommen. Und ich glaube, wenn du und ich in das Impro-Kurssystem vom An und für sich heute reingeraten wären, hätten wir unseren Weg trotzdem gemacht. Und das siehst du auch jetzt. Also es gibt ja auch jetzt in der Szene um uns herum wahnsinnig motivierte und ambitionierte und auch zum Teil sehr demütige Leute. Das finde ich total toll. Und die große Hoffnung ist, dass sie die Geduld und die Ausdauer haben, eben diese Erfahrungsreife, wie du auch sagst, unabhängig von Gut und Qualität und Feedback, sondern und Druck auch, oder? Und Druck, man einfach Druck. Ist viel, viel, viel zu machen, um zu merken, was will ich, was kann ich, wie kann ich wirken, wie ist meine Wirkung. Und das ist auch, du hast gesagt, breiter, aber gleichzeitig, das ist jetzt paradox, war es auch noch viel spezifischer. Wir haben mit Harry Olli 4 Monate an einem Ding gearbeitet. Dann haben wir halt einfach 4 Monate lang erarbeitet, wie funktioniert die Film Noir. Und wir haben nur das gemacht. Das gibt's ja jetzt auch nicht mehr, dass du quasi sagen kannst, wir ignorieren Schauspiel und alles, es geht jetzt nur um Film Noir. Und wie geht das narrativ, wie geht das genremäßig? Und die Zeit hast du halt, wenn du, wie gesagt, selbst, wie du vorhin gesagt hast, selbstwirksam bist und selbstbestimmt bist, dann kannst du, wir machen das. Aber ich möchte jetzt nicht sagen, ich sei in Kritik zu unserem System. Wir haben das mit aufgebaut, auch mit dem Gedanken, wir möchten es wahnsinnig viel mehr Leuten zugänglich machen, als die 5 Freaks, die es so, oder 10 Freaks, die es seit 2008 im Zürcher Umfeld gegeben hat, eben. Dann gibt's halt auch nur 10 Leute, die in 15 Jahren dahin kommen. Und heute sehen wir natürlich viel mehr Leute, die an dieser Grenze kratzen.
ich glaube, für sie ist die Schwierigkeit, sie müssen aus dem komfortablen Nest raus. Mhm. Und wir waren gar nie so in einem Nest drin. Da war der Schritt ins Selberfliegen nicht so schwierig wie das. Vielleicht ist das heute schwieriger, aber das ist der Preis dafür, dass es davor einfacher ist. Und voll. Und ich glaube, das ist auch mega schön, also gerade ich und mich schon gehört dann auch den Leuten nach einer gewissen Zeit mit und um an und für sich um sagen, ja, und jetzt ist auch der Moment, wo ihr euch von der Brust, um eine ältere Analogie zu machen, von der Brust von an und für sich zu lösen. Das ist... Und das glaube ich wirklich fest, das schließt sich ja nicht, also eben, du bist ja auch jemand, der das Kurssystem mit aufgebaut hat. Ich glaube auch ganz fest daran, dass du eben unglaublich viel kannst lernen kannst. Und nichtsdestotrotz glaube ich auch, wenn du wirklich das willst, professionell machen, lohnt es sich noch nebendran auch zu experimentieren und dein eigenes Ideen finden. Obwohl Kopieren hure wichtig ist für einen Lernprozess natürlich. Und ich glaube, von Leuten zu lernen, die man scheiße findet. Also wirklich zu merken, ja, es passt mir hier nicht. Die Philosophie, die unterrichtet wird, passt mir nicht. Ich meine, du hattest deinen Miles Stroth in Chicago eine Woche mit einem Mann, der dir überhaupt nicht entsprochen hat. Wahrscheinlich, das war nicht angenehm, aber extrem lehrreich. Mhm. Für mich war die Zeit in Calgary, auf die ich mich so gefreut habe, die war überhaupt nicht angenehm, die war schlimm. Aber im Nachhinein eine der lehrreichsten Zeiten für mich. Und ich glaube, das ist dann halt dann auch zu sagen, ich mach das nicht, und wenn es mir nicht gefallen hat, dann war es nicht gut. Sondern, dass wir zu diesen Lehrerinnen gegangen sind und die Erfahrungen, aus allen Erfahrungen was rausnehmen wollten, auch wenn sie mal nicht angenehm waren, sich dem auch auszusetzen und nicht nur. Ich glaube eben, wenn es immer nur schön und wohlfühlend ist, und ich glaube, damit habe ich damals mit der Caro drüber gesprochen, wie toll es war, mit John Stone selber arbeiten zu können, der sich mit einer Inbrunst in diesem Workshop-Raum gesetzt hat und gesagt, Langformen funktionieren nie. Und du saßt da und sagst, was zum Teufel redest du, alter Mann? Also es gibt seit 40 Jahren in Chicago Longform Improv und du setzt dich jetzt hier mit im hohen 80er-Alter hin. Simon macht gerade John Stones Gesicht nach, das könnt ihr leider nicht sehen, aber es sieht toll aus. Und erzählst uns, das geht nie. Und diese Reibung, die dich dann, wenn du Glück hattest, glaube ich, darauf gebracht hast, ich lerne Johnstons Impro-Welt. Und ich kann sie rein lernen und ich bin nicht schon an dem Ort, wo alle sagen, ja, alles so ein bisschen und grau und ja, je nach Situation und so, sondern wirklich, so ist es. Und Johnston war natürlich klug genug zu wissen, ich unterrichte dir das und du machst danach, was du willst. Ich bin dir ja noch nicht böse, wenn du Langform spielst, aber ich unterrichte mein Ding und so diese, das klingt jetzt furchtbar, die Reinheit der Lehre. Und auch die einen provoziert und LehrerInnen zu haben, die den Mut haben zu sagen, das provoziert dich halt. Es ist mir nicht so wichtig, dass du mich magst. Und das fand ich, das habe ich nicht so. Mir ist das sehr wichtig, dass man mich mag. Aber ich habe das an John Stone extrem bewundert, dass er das Gefühl hat, dass der, vielleicht auch weil er dement war und kaum mehr adaptiv war, aber das Gefühl, ich unterrichte dich und es ist für dich vielleicht in deinem Unterricht, in deinem Lernpunkt, wo du jetzt bist, besser, dass es dich ärgert und dich frustriert und dass du mich nicht magst. Aber im Nachgang erkennst, das kann ich damit rausnehmen. Ja, ich glaube, was ich jetzt nochmal so ein bisschen rausgehört habe, ist wirklich so, ich glaube auch, dass wir so in dieser Kompaktheit jetzt enorm viel beibringen können und da aber auch ein Stück weit so das Mindset, was eben rundherum braucht, das muss von den Leuten selber kommen. Yeah. Du kannst am Impro-Mindset und so und so, da kannst du arbeiten, aber so alles rundherum, das ist, glaube ich, auch etwas, was es nicht bringt, dass man das von außen beibringt. Und das sind solche Soft-Skill-Sachen und da kommen wir jetzt auch schon zu der letzten Frage, wo es ein Riesenfass ist. Und ich schaue so auf die Uhr und denke so, aber ich mache es trotzdem auf. Was braucht es denn alles, um den Job als Improvisateurin zu machen? Du hast von der Impro-Universität geredet, wo eine 3 Jahre Vollzeitausbildung ist. Und ich glaube, ich würde gerne also in dieser genau, aber was würde das, ich möchte jetzt eigentlich nicht ein Curriculum, ich würde jetzt nämlich auch infolge von der fortgeschrittenen Zeit schon die ganzen Impro-Skills
ausklammern. Ja. Also ja, natürlich, Storytelling, ja. Ja. Outdoor, Regie, Schauspiel, ja. Ja. verschiedene Strömungen, Impro-Grundhaltungen. Aber was mich fast würde interessieren mehr und was mich in letzter Zeit, und ich glaube auch dich in letzter Zeit mehr beschäftigt, ist, was sind denn die Soft Skills, ja. wenn man so will, oder? Ja. So Professionalität, Hard Skills. Ich glaube, da könnt ihr gerne mal mit uns bei einem Bier oder einem Aperol Spritz mit uns reden. Oder Kaffee. Ja, genau. Oder Wasser. aber das andere finde ich eben noch fast spannender, ja. weil ich glaube, das ist etwas, wo wir je länger, desto mehr entdecken, dass die genauso wichtig sind. Ja. Also, ich nehme das, was wir vorhin schon gesagt haben. Ich glaube, es braucht eine unglaubliche Neugierde. Also nicht unglaublich, es braucht Neugierde, immer wieder Neues zu erfahren, sich damit auseinandersetzen zu wollen. Und dadurch auch szenisch, thematisch sich zu sagen, ich mache neue Dinge und ich lese Dinge und ich bringe Details, die mich interessieren, ein und bereichere damit meine Impro, Neugierde. Dann gibt's das, was ich oft sage, wenn ich mit Praktikantinnen Gespräche führe, was suche ich denn? Du musst die Fähigkeit haben, Menschen gern zu haben. Denn im Endeffekt, glaube ich, ist alle Jobanteile, die wir haben, ob es Shows, Kurse, angewandte Impro, selbst Führung ist, du bist in Kommunikation mit Menschen und das musst du gerne machen wollen. Und wenn du das nicht gern machst, dann glaube ich, dann geh in geschriebene Stücke und dann ist der Kontakt zu den Menschen nicht so groß. Aber ich werde keinen mehr anstellen, nicht, dass das hier getan hätte, aber das wird einfach nicht passieren, weil mir so wichtig ist, wo ich das Gefühl habe, die Person geht freudig in den Workshop und hat Spaß mit den Leuten, Impro zu erarbeiten. Und das, weil wenn die TeilnehmerInnen und die ZuschauerInnen das merken, dann gehen sie mit uns überall hin. Also diese Zuneigung zum Menschen, zu Gruppen, zu Einzelnen, Neugierde. Und da gibt es den gemeinen Faktor. Wir nennen ihn oft einfach den X-Faktor, weil wir einfach noch keine bessere Begrifflichkeit dafür haben. Du musst bei einem Großteil der Menschen gut ankommen. Man muss dich irgendwie intuitiv mögen, dir zuhören wollen, dir gerne zuschauen. Ich glaube, daran kann man arbeiten, aber das kommt mit viel. Viele Menschen, die ich gesehen habe, die in der Impro erfolgreich sind, hatten das immer schon. Und das ist ein Prozess, den jeder, der Impro machen möchte, mit sich selber machen müsste. Ihr müsst rausfinden, was ist es, dass Zuschauende, Kursteilnehmende, andere Impro-Spieler an euch toll finden. Und das ist nötig. Ich spiele Game of the Scene richtig. Oder ich, das ist es nicht. Das ist irgendwas, was bei Verführung und Nettigkeit und Charme, irgendwo ist das dort angesiedelt. Und das kann auf ganz verschiedene Art und Weisen sein. Ich kann auch nicht dasselbe machen, was Simon macht. Das glaubt man mir nicht. Ich muss meinen Weg dazu finden. Und das vierte ist, du musst belastbar sein. Also wenn du es professionell machen willst, musst du mit dauerndem Kontextwechsel umgehen. Kein Tag wird gleich sein. Du kannst vormittags mit 6-jährigen Impro-Kurse machen, am Nachmittag ein Einzelcoaching mit einem Banker und abends vor einer Horde HandwerkerInnen meine Betriebsfest Show spielen und du gehst besser auf simpelste Comedy, weil damit holst du die ab und weil du sie ja liebst, weil du alle liebst, weil du die 6-Jährigen mit denen, an denen Freude hast, arbeitest du mit denen auf Augenhöhe, weil du den Banker, du musst den Banker nicht lieben, aber du musst es lieben, mit dem Banker arbeiten zu wollen, gehst du bei dem auf Augenhöhe und weil du auch die HandwerkerInnen liebst, gehst bei denen auf Augenhöhe. Und diese Anpassungsfähigkeit, dieses Geben, das kann energiezehrend sein. Aber ich glaube, die allermeisten Improvisateure, die ich kenne, die das lang machen, das ist kurzfristig, kostet das Energie. Aber im Nachgang denkst du, boah, war das geil. Mhm. Und wenn es so weit weg ist, freust du dich. Wenn es ganz nah ist, kann es anstrengend sein, wenn du morgen hin musst. Aber wenn du sagst, oh geil, nächste Woche habe ich erst Kinder und dann den Banker und dann die Handwerker. Wie geil wird denn der Tag? Und diese Belastbarkeit und dass du nach Hause gehen kannst und du findest dich toll und bist zufrieden und sagst, boah, ich habe mit Menschen gearbeitet. Und nicht alle, aber viele habe ich mitgenommen. Ich glaube, das brauchst du. Das ist eine Form der Belastbarkeit, die du aushalten können musst. Neugierde, Belastbarkeit, diesen X-Faktor und was habe ich noch gesagt? Menschen gern haben. Genau, das Menschen lieben. Ja, das sind die Soft Skills, die mir in den Sinn kommen. Ja, mega spannend. Ich habe mir im Vorfeld auch Gedanken gemacht. Ich glaube, so, was ich noch habe, ist so, dass ich glaube, das kommt bei dir mit Menschen gern haben. Ich glaube, etwas, was essentiell ist, ist, dass du begeisterungsfähig bist.
dass du kannst Leute begeistern kannst. Und ich glaube eben, und da würde ich eben sagen, kann man X-Faktor, wo ich persönlich nicht so eine Freundin bin von dem Wort, wenn du eben selber ultra begeistert bist von dem, und das kommt mit Passion und mit Liebe und so, dass das und Neugierde, und Neugierde und Spielfreude, dass man, dass das dann auch automatisch zu den Leuten überschwappt. Das ist noch nicht der X-Faktor, aber es ist, glaube ich, eine Komponente davon. Ja, aber ich glaube, der X-Faktor ist das so, dass andere das empathisch mitfühlen können. Und ich habe schon Leute gesehen. Dass das wirkt, dass das funktioniert. Ich war selbst einer so am Anfang. Erinner dich, was Barry Hyde in Chicago gesagt hat, you seem like you have no fun at all. Und ich so, ich habe die Zeit meines Lebens. We don't feel it. Und ich glaube, das ist der X-Faktor, dass du diese Begeisterung als externe Person spürst und dann schwappt sie über und dann ist es Empathie. Ja. Und ich habe noch Stamina, zum normalen Englischen, damit ihr noch eins könnt trinken. ja, also das würde ich glaube auch noch so beim Bereich Belastbarkeit anordnen, aber so das können durchziehen und den Sinn dahinter sehen. Also Stamina heißt Ausdauer für alle, die jetzt gerade dabei sind, das Wort zu googeln, das heißt Ausdauer. Oder es ist ein das kann man auch wirklich als deutsches Wort nutzen und dann wirkt man so mega intellektuell. Ja, nein, also einfach so genau der Teil von, ja, dranbleiben, nicht aufgehen, nicht Sachen können annehmen. Ich glaube, das ist wieder das, oder so. Das Belastbarkeitsthema ist für mich auch so, hey, ja klar, also neben Konstitution haben, belastbar sein, körperlich und psychisch, ist es, glaube ich, wirklich auch so, dass das Mindset haben von, okay, es ist mega viel, aber es ist auch mega geil. Oder es ist mega viel, aber ich mache jetzt das Beste draus. Oder es ist mega viel und ich sehe aber eine Chance, dass ich lernen kann. So, und was ich noch habe, ist initiativ sein. Ich glaube, das muss vielleicht nicht ursprünglich, aber ich würde sagen, das ist vielleicht auch antrainierbar, aber schon auch so in dem Bereich Soft Skill Komponente. Das heisst nicht, dass du per se nur kannst professionelle Impro-Spielerin sein, wenn du eine Macherin bist, so. Aber ich glaube, initiativ sein lohnt sich auf der Bühne, also reine Szenenarbeit, sich trauen, Sachen in die Hand zu nehmen, vorwärts treiben, was nicht heisst, dass du sollst einfach nur dominant sein, überhaupt nicht. Aber so, initiativ, auf der Bühne, initiativ in der Beziehungsgestaltung mit deinen Teammitgliedern, mit deinen Kursteilnehmerinnen, aber idealerweise auch, und das ist das Geile an unserem Job, wir können so viel mitgestalten. Wir können so viel, egal in welcher Position man ist, Verantwortung übernehmen. Und der Job ist freudvoller, wenn man initiativ ist, voll, in den Möglichkeiten, die du hast. Und ich glaube, das ist auch... das ist einfach so etwas, wo dir hilft in dem Job, dass du auch da wieder, und da kommen wir wieder zur Selbstbefähigung. Ich wollte auch gerade zitieren. Dass du kannst mitgestalten und das nicht nur machst, weil es dir jemand so enablet. Ja. Prost. sondern einfach, ja, weil du aus dir raus kannst und weil du weißt, dass du darfst und dass du kannst und dass es schön ist, wenn du machst. Ja, das wäre, glaube ich, noch so neben dem. Hey, ich würde das alles unterschreiben und ziehe einen Strich unter diesem Bereich. Ich möchte nochmal sagen, ihr dürft gerne mit uns Kontakt aufnehmen. Wir haben schon mit vielen Leuten aus Kursen oder die woanders Impro gemacht haben, Kaffees oder Biers oder Aperol Spritz oder Wassers getrunken und darüber gesprochen, wie unsere Wege waren und was wir anderen mit auf den Weg geben. Wir werden wahrscheinlich niemanden direkt sagen, bei dir wird das nie etwas. Aber wir werden sicher immer, ich glaub auch nicht daran. Ich glaube, jeder kann. Also wirklich, wirklich, wirklich fast jeder. Und es ist immer nur eine Frage, deinen eigenen Weg zu finden. Mhm. Und wenn wir bei Kaffee, Bier, Aperol, Spritz oder Wasser. danke, Frau Primarlehrerin. Nehmt in uns Kontakt auf, wirklich. Alle aus dem An und für sich nehmen sich dafür auch die Zeit.
um euch zu helfen, denn es ist eine der großen Ziele, wie das die Simon vorhin auch gesagt hat, das an und für sich, mehr ImprovisateurInnen in die Welt zu schicken. Und zwar, und jetzt hört man, man muss es ein bisschen selber, ein bisschen mit uns machen, aber was wir können, ist unsere Erfahrungen teilen und das tun wir gerne und deswegen machen wir auch den Podcast, um mit Situationen zu reden, wie ist es denn mit Kindern Impro zu machen, wie kann man auf den Weg gehen oder was kann man aus Simons Biografie lernen. Und an diesem möchte ich mich ganz herzlich bei der Simon bedanken, dass sie mit mir die letzten knapp 1,5 Stunden verbracht hat. Wir haben fast, wir brechen hier Podcast-Längenrekorde beim An und für sich. Ich möchte mich aber nicht nur bei der Simon bedanken, sondern auch beim Dani Giger für die Musik und bei der Valentina Scheiwieler, die bei uns Kommunikation und Marketing macht und auch einen ganz tollen Podcast schon mit mir aufgenommen hat, für die konzeptionelle Hilfe beim Podcast. Wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr diesen Podcast abonniert, dann verpasst ihr keine der wöchentlich erscheinenden Folgen und dass ihr auch mal in unsere anderen Podcasts reinhört. Folgt uns doch auf Social Media, Instagram, wenn ihr wollt, auch Facebook oder in unserem WhatsApp-Channel, um noch viel mehr über das An und für sich und über Simon und vielleicht ab und zu mal ganz am Rande über Simons Familienleben zu erfahren. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch nächste Woche mit dabei seid. Simon, vielen Dank. Danke dir, Gary. Und das war's mit der heutigen Impro-Lounge. Jetzt könntest du aufnehmen, wie du noch so ein bisschen mitsingst und hüftschwingst. Sphinx-Moves dazu. Es ist aber nicht nur der Hüftschwung, sondern es hat so noch also ein bisschen ägyptische Moves. Ich entschuldige mich bei allen. Schönen Abend noch. Ciao.